Die Polizei München ist heute ein gefragter Gesprächspartner. Alle wollen wissen, ob die Absage der Taylor Swift-Konzerte in Wien auch in München Auswirkungen hat. Da können wir definitiv beruhigen. Wir sind gut vorbereitet. Wir haben die Situation im Blick. Wir beobachten. Wir sind auch jederzeit in der Lage, auch bis zum Konzertbeginn oder bis zum laufenden Konzert unser Sicherheitskonzept anzupassen, wenn es notwendig wäre. München ist mitten in einem Konzertsommer der Superlative. Taylor Swift war schon da, Adele spielt morgen wieder und im Olympiapark wird schon das nächste Großkonzert vorbereitet. Coldplay kommt. Die Terrorgefahr ist da natürlich ein Thema. Wobei ich mir keine Sorgen mache, das wäre, glaube ich, das falsche Wort, sondern wir sind einfach nur sensibilisiert für das Thema. Ich rate jedem, wir bieten die größtmögliche Sicherheit, die wir bieten können am Ende der Tage. Großveranstaltungen würden seit Jahren besonders gut geschützt und im Zweifel auch kurzfristig gestoppt. Dass sich nun aus den Ermittlungsergebnissen in Wien aber ein Grund ergäbe, in Bayern ebenfalls Konzerte abzusagen, hält der Innenminister für unwahrscheinlich. Vergleichbare Drohungen oder Besorgnisse oder Hinweise wie die Kollegen in Wien haben wir definitiv hier in Bayern nicht. Und noch etwas ist der Polizei wichtig. Wenn Gefahr bestehen könnte, werden Konzerte wie in Wien abgesagt. Finden sie statt, sei das also ein beruhigendes Zeichen.